Ganz herzlich willkommen in unserer Heimat in Flingern. Hier ist das Paul-Janes-Stadion. Hier ist die Generalprobe auf die neue Saison, die in einer Woche beginnt. Fortuna Düsseldorf empfängt einen Gast aus der Bundesliga, den VfL Bochum. Das sind die Männer, die sich in letzter Sekunde gerettet haben mit einem überragenden 3:0 am 34. Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen. Also, das wird ein Härtetest, auch wenn die Voraussetzungen ein bisschen unterschiedlich sind. Die Saison in der Etage über uns beginnt ja 3 Wochen später, dementsprechend versetzt auch der Vorbereitungsstand. Takuma Asano wird zunächst mal nur auf der Bank Platz nehmen. Das ist unser Sportdirektor, der Mann, der die Drähte glühen lässt, Christian Weber, über diese gesamte Vorbereitung. Es geht natürlich darum, möglicherweise weitere Neuzugänge zu verpflichten für die Fortuna. Einer ist gekommen in dieser Woche, ein dritter Torwart, vielleicht ist er auch der zweite, man wird es sehen, wie sich das alles einordnet. Karol Niemczycki, der 24-jährige Pole, der sogar schon in den Kader der polnischen Nationalmannschaft berufen worden ist, allerdings ohne bislang einen Einsatz verzeichnen zu können. Wir kommen aus dem Trainingslager, Rückkehr nach Düsseldorf am vergangenen Dienstag, im Gepäck 2 erfolgreiche Testspiele. Siege sind durch nichts zu ersetzen. Diese Binsenweisheit des Fußballs ist allerdings, obwohl sie eine Binse ist, deswegen nicht weniger richtig. Slovan Liberec 2:1 geschlagen und dann Montag den vierten der vergangenen Saison in Ungarn, die Puskás Akadémia, mit 5:0 heimgeschickt. Das war ein beeindruckendes Zeichen der Mannschaft von Daniel Thun, die insgesamt einen sehr homogenen Eindruck gemacht hat. Unsere Jungs stehen eng zusammen, sind eine klasse Gruppe, kommen richtig gut miteinander aus und haben sehr, sehr hart gearbeitet in Oberösterreich. Und wollen das hier den zahlreichen Fans in unserer Heimat an diesem Abend auch präsentieren, dass alles im Lot ist, dass die Ampel auf grün geschaltet werden kann, bevor es dann gegen Hertha BSC in der Arena am Samstag richtig losgeht. Circa 4000 sind ins Paul-Janes-Stadion gekommen und freuen sich jetzt auf unsere Männer, die aus dem NLZ herüberkommen. Dort haben sie sich umgezogen. Vielleicht können wir das mal einfangen auf der linken Seite, den Einzug der Fortuna, denn das lohnt sich diesmal ganz besonders. Zum ersten Mal bringen sie hier unsere neuen Heimtrikots zur Aufführung und all das, was wir so wahrgenommen haben aus euren Reaktionen, ist: Die Dinger passen. Das ist ein richtig guter erster Anzug. Hat viel Zustimmung gefunden und die Reaktion der Fans hier ist sehr, sehr positiv. Was sich die Mannschaft durch ein bislang fast unfallfreies Durchkommen durch die Vorbereitung verdient hat. In der Platzmitte sind jetzt Daniel Thun und Thomas Letsch zusammengekommen. Und das Erste, was Thomas Letsch, der Bochumer, getan haben dürfte, war zu gratulieren, wenn er es denn weiß, dass Daniel Thun heute 49 Jahre alt geworden ist. Und auch von unserer Seite, ich denke, von euch allen, gibt es dafür einen herzlichen Applaus und natürlich auch herzliche Glückwünsche. Und wenn wir unserem Coach etwas wünschen dürfen, dann muss es, glaube ich, irgendwas mit 15:30 sein. Davon träumt er und das wünschen sich viele. So, dann geht's rein in diese Partie.
In der Mitte seht ihr die Unparteiischen und unser Team. Nehmen wir ein bisschen Stimmung mit hier. Der Mann an der Pfeife ist Alexander Schuh, kommt hier aus der Region, pfeift für Viktoria Menrad, ein Bankkaufmann, assistiert von Martin Ulankiewicz und Jona Besson. Anthony, genannt Toto Lucia, der Kapitän auf Seiten des VfL Bochum, und der frisch Bestätigte auf unserer Seite heißt natürlich André Hoffmann. Mannschaften müssen die Seiten nochmal wechseln und dann können wir auf die Aufstellung unserer Jungs schauen. Das liest sich schon mal sehr interessant. Ihr seht, mit der 9 Vincent Vermey startet. Daniel Ginczek wird dann im Verlaufe des Spiels reinkommen. Das dürfte spannend sein, ob beide möglicherweise zusammen spielen können oder einer von beiden dann aufgeboten wird. Ansonsten wird das ein 4-3-3 mit Kastenmeier im Tor, mit Zimmermann als Rechtsverteidiger, Hoffmann und Siebert in der Innenverteidigung, Gavori, der über die linke Seite kommt, Tanaka, Sobotka und Appelkamp im Mittelfeld, Klaus, Vermey und Ioa über die Flügel. Und auf geht's in diesen letzten Test, bevor der Ernstfall kommt gegen Hertha BSC. Samstag 20.30 Uhr, Topspiel der zweiten Liga zum Auftakt der neuen Saison 23/24. Der VfL Bochum hat bereits zweimal getestet, standesgemäß mit 9:2 gegen Kickers Emden gewonnen. Die spielen in der Oberliga Niedersachsen, sind also fünftklassig. Dann allerdings gab es etwas, was auch Thomas Letsch, der Trainer, nicht besonders gutiert hat. Eine 1:2 Niederlage beim SC Verl, Drittligist. Da passte wenig zusammen beim VfL Bochum, die das natürlich heute hier korrigieren wollen. Der Trainer des VfL hat vor der Partie gesagt, dass sie bewusst die Stärke der Gegner sukzessive steigern, dass er auch weiß, dass es für die Fortuna der letzte Test vor dem Start in die Liga ist und dass er damit rechnet, dass unsere Mannschaft von der Frische und Körperlichkeit her in einem besseren Zustand sein wird. Hat aber auch gesagt, jeder Testdienst dazu, dass wir Sicherheit bekommen. Und die bekommt man am besten, wenn man Spiele gewinnt. Also der Auftrag an seine Männer ist schon klar. Die sollen hier klar machen, dass erste Liga gegen zweite spielt. Auch wenn die Vorbereitung unterschiedlich bislang ausgefallen ist. Das ist der 50-jährige Bochumer Trainer, der Thomas Reis im Verlauf der Saison beerbt hat. Es sah ja für den VfL eigentlich aussichtslos aus und dann hat es noch geklappt mit dem Klassenerhalt. Das ist Holtmann, der immer schnell beschrieben ist, mit unfassbarer Schnelligkeit ausgestattet nämlich. So, da pfeift Alexander Schuh nicht. Danilo, Danilo.
Gibt die zweite Einwurfchance für Felix Paslak. Neu gekommen zum VfL. Ablösefrei vom BVB. Von ihm erwarten sie sich eine ganze Menge. Die Außenverteidigerposition war nicht das Prunkstück in der vergangenen Saison. Und im Tor heute nicht Manuel Riemann, sondern Michael Esser. Riemann ist mit einer muskulären Verletzung aus der Sommerpause herausgekommen. Wie die zustande kommt, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall kann er erst im Trainingslager, das sie dann beziehen, wieder richtig an die Kugel gehen. Und Holtmann schließt ab. Fünfte Minute. Erste Torannäherung unserer Gäste. André Hoffmann, heute mit dem Partner Jamil Siebert. Auch das ist eine spannende Kiste. Jamil Siebert oder Jordi de Weijs, der zunächst mal nur auf der Bank Platz genommen hat. Hoffi ist gesetzt, so scheint es zumindest. Er ist ja auch der Kapitän, aber er weiß, das ist kein Automatismus, dann einen Platz in der Startelf zu bekommen. Er muss das schon untermauern mit Leistung. Er muss immer was anbieten und bislang macht er das sehr, sehr gut in dieser Vorbereitung. Vorsichtiger Beginn unseres Teams. Und möglicherweise hat man sich vor dieser Partie ein bisschen daran erinnert, wie war denn das eigentlich im letzten Jahr, das Spiel vor Ligastart. Da gab es richtig was auf den Hosenboden. Da sind wir versohlt worden von Twente mit 5:1. Das will natürlich keiner nochmal erleben. Schinte Appelkamp, Emmanuel Ioa könnte abschließen, hat den Moment verpasst. Gavori wird gut abgedrängt in dieser Szene von Jordi Osei Tutu. Hoffmann. Rechts Zimbo, der bekommt den Ball, der hat auch richtig Platz zum Flanken. Schinte Appelkamp und Ioa! Emmanuel Ioa! Minute 1-0 Fortuna. Da sind wir das erste Mal im 16er. Da kommt der erste Ball auf die Kiste von Michael Esser und schon ist die Kugel drin. So, da kann er Maß nehmen. Da hat er auch genau hingeschaut, den Kopf von Schinte Appelkamp getroffen und diese Verlängerung lässt sich dann Emma nicht entgehen. Ja, der scheint spezialisiert zu sein auf die immer so wichtige 1-0 Spielführung, auch zuletzt in der Partie gegen Puskás Akademia. Hat er getroffen, da war es eine Flanke von Nico Gavori, genau in seinen Fuß, direkt abgenommen, eingelaufen in die Box und versenkt. Läuft für Emma und darf sehr, 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 sehr gerne so weitergehen.
in der vergangenen Saison. Seine Quote 4 Tore, 3 Assists in 28 Spielen. Und wir alle wissen, er kann noch mehr. Bei seiner Ausleihe zu Holstein Kiel, ist schon ein bisschen her, hat er 9 Saisontore gemacht. Also da ist einiges Potenzial noch da, auf das wir uns freuen. Fuß reingestellt. Schiedsrichter lässt das laufen. Und Emma beschwert sich jetzt gerade, nicht im Bild zu sehen, auch beim Referee. Die Folge ist dann eine Ecke für den VfL. Und die nimmt sich Lukas Daschner, Neuerwerbung vom FC St. Pauli, der ist praktisch heimgekehrt, in Duisburg geboren, beim MSV gespielt damals, von der Wedau nach St. Pauli gewechselt, jetzt wieder in der Heimat. Lukas Daschner, und dann ist immer eine gute Adresse Philipp Hofmann. Ein Handspiel wollen alle gesehen haben, die hinter dem Tor von Florian Kastenmeier stehen, und das sind die VfL-Fans. Schwer zu erkennen. So, das, was ihr da hört, ist unser Trainer. Später Pfiff. Berechtigter Pfiff. Eins ist schon klar, der Neuerwerb vom Kiez ist der Mann für die ruhenden Bälle beim VfL. Oh, Hofmann, da fehlte ein halber Schritt. Vermey kann nicht kontrollieren, wird von hinten noch ein bisschen gedrückt, geschoben. Hey, habt ihr zwei verschiedene Linien oder was? Das zeigt ihr und das nicht? Das funktioniert ja nicht. Ja, dann sag ihm das. So, ich glaube, das konntet ihr eben recht gut mitverfolgen. Unser Trainer im Austausch mit dem Mann an der Linie, mit Martin Ulankiewicz.
So, dann sind da die beiden 20er in der Box beieinander. Das ist Ivan Ordets, der Ukrainer, und Jamil Siebert, der ihn versucht zu kontrollieren. Holtmann, Suarez und Gavory. Ja, Hoffi hat es angezeigt. Die Abseitsposition stand und die Fahne war dann auch folgerichtig oben. Ja, das ist der neue Ligaball. Wie findet ihr den? Kommt relativ ruhig daher. So, hohes Anpressen des VfL Bochum, aus diesen Situationen sich zu befreien, war ein Schwerpunkt im Trainingslager in den letzten Tagen. Da bleibt Lucia liegen. Der Schiedsrichter auch hier umgerührt. Appelkamp. Marcel Sobotka, Ball geht raus. Der Captain des VfL Bochum schon wieder auf den Beinen. Schon eine beeindruckende Figur, dieser Toto Lucia, inzwischen 37 Jahre alt, fast 10 Jahre im Dress des VfL Bochum, 10 Jahre. Anne Kastropper hat in diesem Alter in der vergangenen Saison in der Bundesliga die meisten Feldspielerminuten absolviert in seiner Mannschaft. Und auch ein interessanter Fakt, er wurde mit 35 Jahren zum ersten Mal erstklassig, hat vorher nur zweite Liga gespielt, auch in seiner Heimat in Frankreich, kam damals von Stade Laval, einem kleinen Club aus der Ligue 2, nach Deutschland. Ao Tanaka schaut sich um, was geht. Der Laufweg gefällt ihm nicht von Emma, dafür kommt jetzt Gavory. Felix Klaus. Also unsere Kulisse hier auf der Haupttribüne müht sich nach Kräften, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Und Felix Klaus hat diesen Freistoß herausgearbeitet. Mažović, der Verursacher, Erhan Mažović, Innenverteidiger, eine Bank in der vergangenen Saison. Gemeinsam mit Ordets waren sie das Zentrum hinten. Felix Klaus. Und das kann mal passieren. Marcel Sobotka Richtung Flingerbräuch. Hofmann, Holtmann kann abschließen. Das ist weder Flanke noch Torschuss. Irgendwas dazwischen. Und Osei Tutu wusste auch nicht so recht, was da auf ihn zukommt. Der Mann mit der 18, der möglicherweise den VfL Bochum noch verlässt im Laufe dieser Transferperiode.
hat sich nicht wirklich durchsetzen können. 22 Spieleinsätze, aber nur 790 Minuten sind da zusammengekommen in der gesamten vergangenen Saison. Vermey geschickt den Ball erobert und geschickt jetzt auch in den eigenen reingehalten. Das gibt freundlichen Applaus von unseren Fans. Kann er gut gebrauchen. Sicherlich auch für Vincent Vermey, der sich mittlerweile gut eingefügt hat im Team, der ja auch schon Testspieltore geschossen hat. Das ist aber nochmal was anderes, hier jetzt das erste Mal vor eigenem Publikum aufzutreten. Ao Tanaka. Ja, er will natürlich gerne sich verbessern. Das ist relativ schwierig aus dieser Mannschaft heraus, aber eine erste Liga lockt dann natürlich. Ob es was wird, bislang absolut unklar. Aber so lange ist er mit ganzem Herzen hier bei uns. Und das beweist er uns in jedem Training. Vermey, Gavori. Großer Auftritt von Nico Gavori in unserem letzten Test gegen die Ungarn. Ein Tor, zwei vorbereitet. Besser geht's kaum. Hoffi. Simbo. Wieder treibt Hoffi an. Kommt da noch mal einer hin. Der VfL kann das nur unzureichend verteidigen. Die Kugel nicht sichern. Das ist jetzt eine Druckphase und das kommt von den Rängen gleich wieder zurück. Ich kann euch kurz noch mal sagen, wer heute auf der Bank sitzt. Für das Tor ist das Karol Niemczycki, unser neuer Mann aus Polen. Auch Dennis Gorka, die beiden für die Kiste. Und dann Taka Uschino, Yannick Engelhardt, Daniel Ginczek, Jona Nimic, Benjamin Böckle und Fernandes Neto. Dazu noch Jordi de Weis. Ein Name fehlt, aber er fehlt nicht mehr unter denen, die in unserem Trainingszentrum trainieren. Das ist Tim Oberdorf. Der kam zurück, nachdem er lange zu Hause bleiben musste. Pfeifisches Drüsenfieber, ihr habt das alles mitbekommen. Und sein erster Auftritt auf dem Trainingsplatz kam ein bisschen später raus, um individuell mit Engin Cicem, unserem Reha-Trainer, zu trainieren. Sein erster Auftritt auf dem Trainingsplatz wurde von allen Jungs, die unter Daniel Thun schon in der Übungsrunde waren, mit großem, großem Beifall quittiert. Es war eine sehr rührende Szene. Guter Weg von Vermey.
So, Emanuel Jor wird wieder weit werfen. Ball also aus dem Spiel und da bleibt mir ein bisschen Zeit, euch auf den Geschmack zu bringen. Wenn ihr jetzt diesen Stream verfolgt, wie wäre es denn mal ein bisschen mehr Tuchfühlung mit uns aufzunehmen? Geht wunderbar morgen auf der Kirmes ab 13 Uhr. Die offizielle Saisoneröffnung, Vorstellung der Mannschaft. Gibt auch viele Interviews mit Spielern und Offiziellen dort. Gibt Dinge zu gewinnen. Ein sehr, sehr buntes Programm ab 13 Uhr. Erwarten wir euch sehr, sehr gerne. Und wenn ihr euch genauer informieren wollt, unsere Homepage hat alles und auch unsere Kanäle. Emma Joa mit seiner zweiten dicken Torchance. Nach der 8. Minute, in der das 1:0 fiel, jetzt in der 25. wiederum eine Chance für Fortuna. Allerdings nicht das allergrößte Problem für Michael Esser. Ja, und hier der Hinweis auf unseren Auftakt in der zweiten Liga, das Topspiel gegen Hertha BSC. Tickets.f95.de. Da könnt ihr euch eine Einsatzkarte sichern und es eventuell richtig gefährlich geworden wäre, war aber schon der Pfiff da in dieser Szene. Ein Schubser hat die freie Bahn hergestellt und das ist natürlich nicht tolerabel für den Schiedsrichter. Aber nochmal kurz zurück zum Spiel gegen Hertha. 30.000 Tickets haben wir schon weg. Also ist noch eine gute Woche hin. Da geht noch einiges. Da solltet ihr jetzt euch entscheiden und schnell ein Ticket sichern. So, das ist jetzt eine etwas ungleiche Auseinandersetzung zwischen Jamil Siebert, 1,93 Meter, und Jordi Osei Tutu, 1,76 Florian Kastenmeier. So, da gewinnt der kleinere Mann das Kopfballduell. Zembo passt auf gegen Holtmann. Das muss er auch bei der Geschwindigkeit, die da auf ihn zugerauscht kommt. Gut gesehen von Schinter Appelkamp. So, jetzt freie Wiese vor unserem Franzosen. Emma mit butterweich getimter Flanke.
So, das muss ein Foul geben. Und das ist dann natürlich auch eine gelbe Karte. Klare Sache. So, da hat er einfach mal den Turbo gezündet. Jordi Osei Tutu. Der im Sommer 22 von Arsenal gekommen ist, aber nur aus der U21. Es war zu vernehmen, dass man sich nicht wehren würde beim VfL, wenn er einen neuen Verein finden könnte. Und Hofmann. Zu frei für meinen Geschmack. Nach einer halben Stunde, wenn er den besser nehmen kann, wenn er da besser hinter den Ball kommt, dann hätte hier der Ausgleich fallen können. So, jetzt haben wir hier einen Wechsel beim VfL. Das Feld verlässt Erhan Maschowitsch und neu in der Partie ist der Mann mit der 41, der von dem Grasshopper Club aus Zürich kam, Noah Losli, 26-jähriger Innenverteidiger, der also Maschowitsch positionsgetreu ersetzt. Losli war der erste Neuzugang überhaupt für die Saison 23/24, den der VfL verpflichtet hat. So, da dieser Wechsel nach einer halben Stunde exakt erfolgt ist, gehe ich davon aus, dass das im Rahmen der Belastungssteuerung, die Thomas Letsch, der Trainer, sich natürlich auch vorher genau überlegt, abgesprochen war. Und nicht aufgrund einer Verletzung von Maschowitsch. So, das ist Sobotka. Da kommt Gavori. Und der Ball kommt genau auf Felix Klaus. In den schnellen Umschaltsituationen, da können wir Punkte sammeln. Felix Klaus, dessen Trainingslager in Oberösterreich ein bisschen unrund gelaufen ist, hat sich ein Virus eingefangen. Der hat ihn zu Anfang und auch zum Ende so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Zweimal ein bisschen fiebrig geworden. Aber wieder okay. So. Ivan Ordetz schiebt sich so den Weg frei. So ähnlich, wie das Emanuel Jor gerade gemacht hat. Aber wenn das ein Innenverteidiger gegen einen Mittelstürmer tut, dann ist das für den Schiedsrichter in Ordnung und handelsüblich. Wenn es allerdings so erfolgt, dann findet er es nicht in Ordnung. Muss man auch mögen, diese Einstellung. Jamil räumt auf. Schiedsrichter muss schon ein bisschen aufpassen, dass da keine Selbstjustiz
um sich greift auf dem Platz. So, der Sportfreund mit der Nummer 18 ist ein bisschen heiß gelaufen beim VfL. So, nochmal wieder Achtung, Philipp Hofmann. Aber diesmal ist es nicht Hofmann. Diesmal ist es einer der beiden Innenverteidiger gewesen. Also aus diesen Standardsituationen entsteht ziemlich viel Gefahr, die wir nicht verhindern können. Daschner bringt die immer sehr gut geschnitten vor die Kiste. Und dann war es der eingewechselte Losli, der Schweizer, der auch mal treffen wollte. Tanaka, kein Abschluss, aber Vermey kommt vielleicht ran. Nein, dreht sich. Aber die Verwertung bleibt aus. Ja, da war die offensichtlich übliche Ordets-Aktion wieder, ein Stoß in den Rücken. Diesmal hat es der Schiedsrichter gesehen, war ja auch eine Angriffsaktion und keine Verteidigungsaktion. Der lange Ball auf Emanuel Ioa, kommt der weg. Ordets schon wieder da, Ordets stabil in der Verteidigung. Da kommt er von der Seite und just im richtigen Moment geht der Block gegen den Ball. Starke Aktion des Ukrainers. So, mal sehen, wie viel Gefahr wir bei einer Standardsituation durch die Luft erzeugen können. Siebert kam nicht richtig dran, Vermey schon ein bisschen, aber es reichte nicht. Und Hoffi war natürlich auch mit dabei. Also wir hätten euch natürlich auch gerne ein Bild beschert, das nicht immer diese Stange in der Mitte zeigt, aber die Haupttribüne im Paul-Janes-Stadion ist halt so gebaut und gegenüber ist es technisch nicht möglich, die Kameras aufzustellen. Daschner.
Suarez. Felix Paslak mit dem Einwurf. Unsere Mannschaft versucht regelmäßig natürlich erstmal in die Ordnung wiederzukommen und jetzt nicht risikoreich den Ball schnell ins Spiel zu bringen. Ja. Und jetzt bei der Arbeit. Das nennt man wahrscheinlich einen sehr unangenehmen Innenverteidiger, den er da gibt. Warmer Beifall für Jamil Siebert, der bei Viktoria Köln zum Profi geworden ist, so kann man es sagen. Fortuna Riga geht nicht in unserer Mannschaft. Die gesamte Jugendzeit in unseren Farben verbracht und dann halt diese Ausleihe, die ihn hat reifen lassen. Nakas mal, Vermey, tolle Aktion, gerade noch so weggekratzt von Michael Esser. Ao Tanaka, genau auf den Punkt, genau auf den Kopf des langen Holländers. Manuel Ulloa hat was gespürt und wenn es was war, dann war es im Strafraum und dann hätte man als Schiedsrichter auch über einen Strafstoß nachdenken können. Vielleicht sehen wir das nochmal, um es besser beurteilen zu können. Na, schwer. Ich glaube, dass der Schiri da richtig liegt. Das war jetzt nicht genug für einen Elfmeter.
So, diese erste Hälfte dürfte jetzt zu Ende sein. Würde mich wundern, wenn der Schiedsrichter diesen Einwurf noch ausführen lässt. Nein, tut er nicht. Tut er nicht. 1-0 führt die Fortuna gegen den 14. der vergangenen Bundesliga-1-Saison. Gegen den VfL Bochum. In der 8. Minute schon fiel der einzige Treffer durch ihn, durch Emanuel Ioa. Und wie ihr es gewohnt seid, bei unseren Testspielübertragungen werdet ihr gleich noch die Highlights sehen. Nehmt euch nichts Großes in der Pause vor. Es gibt auch noch ein paar tolle Videos zu bestaunen. Aber hier der Rückblick, das Recap auf dieses Spiel. Beide Trainer treffen sich. Daniel Thun, heute 49 geworden, sieht dann in der 8. Minute das Einlaufen von Emma auf die Kopfballverlängerung von Shinta Appelkamp. Dann zeigt er uns, dass er selber ein richtig guter Kicker war, unser Coach. Und damit war es das an Rückblick in und aus Hälfte 1. Aber es war es noch lange nicht mit dem, was wir euch vorbereitet haben. Ich habe es euch gesagt, ein Mann ist neu gekommen in der vergangenen Woche zwischen den Pfosten, steht jetzt für die Fortuna. Ein Herr namens Karol Nimschitzki. Mit dem werden wir uns gleich zu Beginn in einem Filmchen, in einem Interview beschäftigen. Danach seht ihr wunderbare Bilder. Ein Recap zu unserem Trainingslager in Bad Leonfelden in Oberösterreich. Und ja, dann waren wir wieder zu Hause und gleich rief die Pflicht erneut. Wir haben den sogenannten Media Day absolviert. Das Mannschaftsfoto gemacht, die Einzelporträts und noch jede Menge Spaß dabei erlebt. Auch in dieser Saison gibt es wieder frische GIFs. Viel Spaß dabei und wir sehen uns zu Beginn der zweiten Hälfte wieder. Karol, welcome to Fortuna Düsseldorf. Now you are officially a player of our club. How do you feel about it? Thank you. Pleasure to be here. Feel really great. Feel excited. Looking forward to see the guys. How did the talks with our officials went that you are now here? Yes, it went really good. The interest from the club was really big, so I knew that they will respect me. The talks were really professional, and I really, really liked the way the club approached my plan. And I know Fortuna is a big club. It's a club from Bundesliga who now currently plays second Bundesliga, but I think the ambitions of the club are to be at the highest level. And you already talked about your targets for the upcoming season, for the upcoming time with us. What are your targets? What are the main reasons for you to develop here? I want to help Fortuna to achieve their goals. I'm ambitious and every day I will fight for my spot and looking forward to see the supporters soon on the stadium. And maybe one final question, if you can repeat it for us. Many people will ask about how to pronounce your name. Can you do it for us once again? Yes, sure. Karol Niemczycki. Karol, pleasure to have you here and hope to see you soon on the pitch with the other guys. Big pleasure for me. See you soon. Hallo und herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, das Hotel ist gut, der Platz ist gut. Also ich glaube, da kann man nicht meckern. Ich glaube, wir haben hier gute Bedingungen auch, ein gutes Trainingslager zu machen, dass wir gut arbeiten können. Dafür ist alles gegeben. Tschüss, Merkur Spielarena, Flingernbräuch. Digga, ich stehe voll im Schlauch. Ach, international auch. Weltdienst Arena. Klassikerfrage von John Lucas. Ich habe kein Lieblingsessen, aber ich würde auch in die Pasta-Richtung gehen, einfach weil wir es auch oft essen. Ich bin mit Daniel Bunk auf dem Zimmer. Bunky. Und ich bin mit anderen Holländer. Vor die drei. Vincent van Mijn. Die ist Ajax-Fan. Au! Ganz zack, der Futz. Sorry.
Oh, sorry. Folgen für den Schiedsrichter, aber Folgen für Emajor. Und dann ist der Ball im Tor. Die Tschechen irritiert, ob der Schiedsrichter vielleicht doch mal abpfeifen möchte. Nicht jedoch unsere Männer, die nutzen die Verwirrung aus. Felix Klaus, Vermey drückt ein bisschen seinen Gegenspieler weg, verschafft sich etwas Luft. Ja, freue mich natürlich mega, dass es heute für mich ein Doppelpack gelungen ist. Und ja, insgesamt glaube ich auch verdient. Es ist halt Trainingslager und dafür ist es dann auch ein Trainingslager, um jeden Tag mal alles zu geben, viel zu trainieren und dass man diese Ablaufen reinkriegt. Und ich glaube, im Endeffekt, guten Tag für uns. Super Angriff, super Tor, Emanuel Lior auf die Flanke von Nico Gavory. Super, und das ist die Chance für Gavory. Merci, Monsieur. Und Elo Fernandez, netto. Erstmal wieder eine schöne Zeit, Vorbereitung. Ja, natürlich immer anstrengend, aber so muss das auch sein, um sich dann die Körner für die Saison zu holen. Ja, ist natürlich aber trotzdem immer lustig, mit den Jungs ein bisschen zusammenzurücken, so ein bisschen wieder dieses Jugendherbergen-Feeling von damals. Es war lustig, die Truppe ist gut drauf, so, wir hatten Spaß zusammen. Ja, ich glaube, uns macht das schon Spaß und ich glaube, den anderen hier, die im Finale waren, die waren auch alle sehr verbissen, wollten auch um den Titel mitfahren, sage ich mal, und von daher, nee, es macht immer wieder Spaß. Ich glaube, die Jungs, die auch nicht gefahren sind, hatten Spaß hier mit Jamil und Co. Mit den ganzen Manövern und von daher, das Gösser geht auf mich heute Abend, oder? Und ja, dann habe ich mal Urlaub gemacht, eine Frau kennengelernt, die halt von hier aus Vorderweißenbach ist. Und da haben wir damals gesagt, weil es ihr in Düsseldorf nicht gefallen hat, wir ziehen für ein Jahr nach Vorderweißenbach. Und aus diesem einen Jahr ist 50 Jahre geworden, die ich jetzt schon hier bin. Ihr seht, ich bin verkabelt. Also wenn ihr schlecht über mich redet, in meiner Nähe höre ich es vielleicht im Nachgang. Also aufpassen. Ja, du lachst ja mal. Also, reiß dich zusammen. Das machst du nur, weil die Kamera auf dich schreibt. Ne? Na komm, schneid mal die letzten 5 Minuten raus. Bei Jamil kannst du dich auch draufsetzen, dann legst du die Scheibe einfach weg, der merkt das auch nicht. Ja, nicht, dass du sie verlierst, Mann, ich will mich nicht draufsetzen. Woran hat es bei dir gescheitert, Benni, mit Profifußball? Woran hat es gelegen? Körperlich? Dir hat ein guter Trainer gefehlt, vermutlich. Einer, der an dich glaubt, der Vertrauen schenkt. Christoph Semmler drüben, bei den Flugbällen, überragend. Jan Höppner hier, definitiv bodenlos. Seid ihr durch hier, Jan, mit dem, Jan? Komm, wir sind auch durch. Ich finde, als Mannschaft, die Neuen sind integriert worden, was auch gut ist. Aber am Ende des Tages zählt es halt dann gegen Hertha BSC Berlin. Und dann können wir auch gar nicht mehr diese Spiele bewerten. Aber klar, freuen wir uns natürlich darüber, dass wir heute auch ein paar Tore mehr geschossen haben als der Gegner. Insgesamt bin ich doch mehr als zufrieden mit dem Lager.
So, da sind wir wieder rechtzeitig da. Vor Beginn des zweiten Durchgangs hier im Paul-Janisch-Stadion. Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Die Mannschaft von unserem Trainer, von Daniel Thun, führt 1:0 durch das Tor aus der 8. Minute von Emmanuel Ioa. Und drei Wechsel hat es in unserer Mannschaft gegeben. Vincent Vermey ist draußen geblieben, hat mit einem tollen Kopfball nochmal auf sich aufmerksam machen können. Zum Ende der ersten Hälfte in der 43. Minute. Esser konnte brillant parieren. Dafür ist jetzt Daniel Ginczek in der Partie. Draußen geblieben auch Jamil Siebert, der Innenverteidiger, wird jetzt ersetzt durch Jordi De Weis. Und Yannick Engelhardt, unsere Neuerwerbung vom SC Freiburg, ist für Felix Klaus in der Mannschaft. Wie sich das dann sortieren wird, da schauen wir gleich genauer drauf. Noch die Informationen zum VfL Bochum. Da sind nur drei Spieler stehen geblieben aus der ersten Hälfte. Der Torwart Michael Esser, der Verteidiger, der Linksverteidiger Danilo Soares und der Stürmer, der Mann mit der 33, Philipp Hofmann. Neu in der Partie Gamboa, Osterhage, Stöger. Da gucken wir gerne drauf. Der hat ja auch mal für unsere Farben gespielt. Und jetzt schnell diese Situation. Und das wird ein Eigentor oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, sagt der Schiedsrichter. Nicht die Linie überquert. Glück gehabt in dieser Situation. Mann, oh Mann. In der Minute direkt nach der Pause hätte es uns fast erwischt. Das müssen wir uns einfach nochmal angucken. Da kommt die Hereingabe, da kommt eigentlich Hofmann und dann ist es Zimbo, der aber einen Retter um sich weiß. Und das ist Jordi De Weis. Starke Aktion. So, dann fahre ich nochmal schnell fort mit den eingewechselten Spielern des VfL. Wir waren bei Kevin Stöger, der zwischen 2018 und 2020 zwei Jahre Bundesliga mit der Fortuna absolviert hat. Simon Zoller ist drin, Takuma Asano, Nationalmannschaftskollege von Ao Tanaka, Tim Ohrmann, Christopher Antwi Ajay und schon in der ersten Halbzeit gekommen Noah Losli. Schinter Appelkamp, der geht raus auf Gavory, aber nicht rein zu einem Mitspieler. So, dann schauen wir uns mal an, was diese Standardsituation bringt. Ao hat sich den Freistoß herausgeworkt. Gavory oder Appelkamp? Schinter macht's. Emma setzt sich gegen Osterhage durch. Schön durchgelassen. Tolles Tor. Super Tor durch Jordi De Weis.
50. Minute, Fortuna 2, Bochum 0. Emma setzt sich durch auf dem Flügel. Und dann kommt der Ball zu Jordi de Weis. Mittlerweile sitzt Alex Kast neben mir, mein lieber Kollege, den er von den Interviews kennt und durch viele Social-Media-Beiträge. Der hat mit rechts getroffen, Kasti, der Holländer. Ich komme hier mitten rein ins Getümmel. Ich habe dich extra noch aussprechen lassen, Tino, wie du den Treffer jetzt zelebriert hast. Ast rein, würde ich sagen. Perfekter Einstand für mich am heutigen Nachmittag, beziehungsweise Spätabend. Super. Ja, jetzt steht es 2-0. Und Jordi, da muss ich jetzt mal in meine Buchführung schauen, aber mir bleibt gar keine Zeit, irgendwas mit Buchführung zu machen. Emma über die rechte Seite. Emma holt diese neue Situation für uns raus. Unsere Fans sind jetzt da. Kann es Schöneres geben im Generalprobenspiel? Absolut vor dem nicht. Ersten Spieltag als die 2-0-Führung gegen einen Bundesligisten. Perfekte Rahmenbedingungen heute Abend für uns hier am Flingerburg. Also, ich wollte ja nochmal nachgucken. Tatsächlich, Jordi, der hat im ersten Test gegen Turu hier in Düsseldorf auch schon getroffen. Also, er ist Torjäger in dieser Vorbereitung. Da auch mit dem Fuß, wenn ich mich recht zurückerinnere. Ja, nicht seine Spezialität, der Kopfball. Da hat er ja auch in der Liga für eine Eruption in unserer Arena gesorgt. Da ist das Dach weggeflogen gegen den KSC. Absolut. Ich glaube, 93. Minute war es. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, fast aus 11 Metern ungefähr damals eingeköpft. Das 3:2, der Siegtreffer. Tino, du weißt, ich habe ja auch immer das Netz im Blick und das kann ich mir jetzt gerade nicht nehmen lassen. Es wird vehement dein Torjubel gefeiert. Hier erwähnen Leute schon Tino Polster, er gehört in die Sky-Konferenz. Aber ich hoffe, du bleibst uns hier an diesem Platz erhalten. Also die Sky-Konferenz habe ich es ja noch nicht gebracht vorher, aber in die DAZN-Konferenz. Ja, da war ich auch mal am Start. Aber ich dachte mir, dieses Feedback aus der Community gebe ich doch direkt mal weiter. Das ist außerordentlich freundlich, bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür. Aber ich muss auch sagen, wenn denn mal bei einem Testspiel 4000 Leute da sind, wie heute hier im Paul Janis, wenn denn unsere Männer so richtig schön griffig sind und wenn denn mal so schöne Tore fallen, dann darf man auch im Testspiel mal auf den Sattel gehen. Das ist freie Hand gelassen in dem Fall, gibt es jeden Grund zu. So, bei allen Unterschieden, die es gibt, am Anfang der Übertragung hatte ich es ja schon mal gesagt, der VfL Bochum hat deutlich später angefangen. Der VfL Bochum muss auch deutlich später auf dem Punkt fit sein, weil für die geht es mit dem Pflichtspiel in der Pokalrunde los. Da haben wir schon längst den Auftakt in der zweiten Liga hinter uns gehabt. Für die geht die Bundesliga dann 3 Wochen nach unserem Start gegen Hertha BSC erst los. Es sind Unterschiede da, aber trotzdem, das gefällt natürlich ja Thomas Letsch, dem Trainer, gar nicht. Nee. Er hat auch schon 1:2 beim SC Verl, dem Drittligisten, miterleben müssen. Und genau das Gegenteil ist natürlich bei Daniel Thun der Fall. Der letzte Test vor der vergangenen Saison, bevor sie losging, das war ein schönes 1:5 gegen Twente. Ja. Und trotzdem haben wir natürlich in Magdeburg dann gewonnen. Ja. Also man weiß ja, Vorbereitung und Testspiele sagt eigentlich nicht viel aus, aber eins bleibt immer bestehen, wenn du gewinnst, schöpfst du daraus Selbstvertrauen. Und das kann nie schaden. Definitiv.
Ja, der VfL habe ich eben noch mal beim Kevin Stöger nachgehört, bricht am Sonntag, ich weiß nicht, ob du das auch schon getan hast, am Sonntag ins Trainingslager auf, soweit ich weiß, nach Südtirol. Also hat auch gesagt, sie befinden sich noch relativ früh in der Vorbereitung. Genau, geht dann bis zum 30.07. Da haben sie dann interessante Tests gegen Spezia Calcio und Parma Calcio, zwei Teams der Serie B, also der zweiten Liga in Italien. Ist auch immer ganz interessant, auch das Programm anderer zu kennen. Im DFB-Pokal müssen sie zu Arminia Bielefeld. Ne? Ui, abgestiegen nicht schlecht. Aus der zweiten Liga, aber das ist trotzdem auf der Alm keine immer einfache Aufgabe. Sehr unangenehm. Bundesliga-Start dann in Stuttgart. Jordi de Weis. Ja, der Holländer wünscht sich natürlich nichts mehr, als die Instanz wieder zu werden, die er dargestellt hat, als er zu uns gewechselt war aus England in seinem ersten Halbjahr. Vergangenen Saison war eher zum Vergessen für ihn, aufgrund natürlich auch diverser Verletzungen. Andrea Jay. Hoffmann. Und der Japaner in Diensten des VfL, Asano. Ja, mit dem hat Aro mit Sicherheit ein bisschen was zu quatschen. Beiden sind Kollegen, haben auch zusammen bei der WM gespielt. Da wird es nach dem Spiel sicherlich nochmal einen Austausch zwischen den beiden geben. Und beide haben auch Tore gemacht. Au das Tor gegen Spanien und Asano eins gegen die Deutschen. Das ist richtig. Aber ich glaube, die werden sich auch schon das ein oder andere Mal hier getroffen haben. In Düsseldorf oder Bochum. Ja, da schauen wir mal. Nein, 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 nein. Da fordert Marcel Sobotka selbst auch gar nichts. Ja, Japaner unter sich hier in Westdeutschland haben immer sehr, sehr guten Kontakt miteinander. Als Maya Yoshida genau, Schalke von Schalke gespielt hat, Captain Yoshida, also der eine große Figur des japanischen Fußballs, eine riesengroße Figur. Wissen wir, dass Ao sich auch mit ihm getroffen hat, haben gemeinsam Geburtstag gefeiert. Also da ist ein toller Austausch untereinander. Yannick Engelhardt. André Hoffmann. Zimbo wartet da schon sehnsüchtig auf die Kugel. Und holt eine Ecke raus. Thomas Letsch möchte eines verhindern, dass seine Mannschaft in der nächsten Saison, der VfL Bochum, wieder so viele Gegentore frisst. 72 waren es, wenn ich richtig zusammengezählt habe. Mhm. Die meisten. Und trotzdem konnten sie mit Platz 14 den Abstieg verhindern. Das wird nicht immer so klappen. Schinter Appelkamp. Ja, einer der Bausteine von der Abwehr letztes Jahr, Ordetz, den haben sie ja jetzt fest verpflichtet, soweit ich weiß. War ja vorher im Ausland aktiv ein Jahr ausgeliehen. Ja, kam von Dynamo Moskau. Genau. Spielt ja in der Regel dann mit Masovic zusammen. Ja, die Innenverteidigung war, glaube ich, nicht das ganz große Problem, sondern eher über außen die Anfälligkeit. Ja. Und da haben sie sich ja mit Felix Passlack verstärkt. Genau, haben sie Felix Passlack, der jetzt nicht mehr spielt. Erst der Herbst hat ja schon aufgetreten, ist der vornehmlich rechts, aber auch links verteidigen kann, der vor allen Dingen auch ein bisschen höher stehen kann, die ganze Schiene bedient. Ja, kann man gespannt sein, ob das gelingt.
Ja, wenn wir hier so 2-0 führen, dann können wir uns ja gerne mal daran erinnern, wann wir überhaupt das letzte Mal zu Hause verloren haben. Ja, am 11.11. gegen Kaiserslautern war es. Also das Jahr war nicht 2023, sondern das, 2022. Das war noch 2022. Der gesamten Rückrunde in der Arena ungeschlagen und jetzt kommt auch noch Flingern dazu. Ja, setze ich hier dann nahtlos hoffentlich, fort. Hoffentlich. Wir haben noch eine halbe Stunde zu gehen. Wir wollen nichts. Dreimal auf Holz klopfen. Abschlussversuch von Noah Losli. Nicht sein erster. Neuer Innenverteidiger. So, dann gibt es weitere Wechsel beim VfL Bochum. Kommen werden Moritz Broschinski, ein Stürmer, und Moritz Römmling, ein Linksverteidiger. Hofmann geht runter. Und weil ein Linksverteidiger kommt, geht auch ein Linksverteidiger runter mit Danilo Soares. Einziger Spieler, der auch zu Beginn der Partie auf dem Rasen stand, der immer noch dabei ist beim VfL, ist der Torwart, ist Michael Esser. Ja, unsere Heimstärke, die macht natürlich auch Mut für das Auftaktprogramm, macht Mut für das Spiel gegen den Bundesliga-Absteiger, gegen Hertha BSC. Mut macht auch, dass wir schon 30.000 Tickets verkauft haben für die Partie. Gucken wir mal kurz. Ja, direkt die ersten beiden Heimspiele, absolut lohnenswert zu besuchen mit Hertha, dann natürlich auswärts St. Pauli und dann Heimspiel gegen Paderborn. Zwei Spiele, die direkt zur Saisonbeginn, glaube ich, sehr interessant für unsere Zuschauer werden können. Dementsprechend auch hier nochmal, 29.07.2030. Wir haben natürlich noch Karten, ihr wisst, wo ihr an die Tickets kommt. Homepage, App, schlag zu. Und wenn ihr mal ohne Karten ins Stadion wollt, Fortuna für alle macht es in dieser Saison möglich. Die erste Partie ist auch ein echter Kracher. Wieder Kaiserslautern. 10. Spieltag, wenn ich mich recht entsinne. Alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt es sukzessive immer über unsere entsprechenden Kanäle. Genau, und wir haben ja immer noch die Übersichtsseite Fortuna für alle, die ja auch über unsere Homepage oder auch so erreichbar ist. Da kriegt ihr auch immer noch alle Informationen, wie der aktuelle Stand ist. Christopher Andrea-Jay. Das ist Ohrmann, ein junger Verteidiger. Osterhage. Ball von Losli ins Nichts. Und ein schöner Ball von Matthias Zimmermann. Ao Tanaka kann nicht genügend Geschwindigkeit mitnehmen in diese Aktion. Schinter Appelkamp. Der Mann mit den vielen Assists, mit den meisten Assists auf unserer Seite. Und schon wieder Jordan Weiss. Sein Trainer würde sagen, der weiß offensichtlich, wo der Rahmen steht. Aber jetzt wollen es auch die Bochumer wissen.
Und das ist eine ganz starke Rückwärtsbewegung von unserer Mannschaft, die hoffentlich zu einem guten Ende kommt. Pfosten. Zweimal Aluminium innerhalb von weniger als 60 Sekunden. Dieses Spiel bietet eine Menge. Aber wie du gerade gesagt hast, Tino, ich finde in der Szene bemerkenswert Rückwärtsbewegung unserer Mannschaft. Stöger fast auf freiem Feld. Auf einmal hast du wieder 4, 5 Mann hinterm Ball gehabt. Für ein Testspiel super mitgelaufen. Ja, ich denke, das ist auch etwas, was Daniel Thun angesprochen hat. Dass einfach die Umkehrbewegung sowohl offensiv wie defensiv noch intensiver durchgeführt werden müssen. Und sollen. Das dürfte ein Handspiel gewesen sein. Ja, da bleibt die Pfeife stumm. Da hat der Schiedsrichter gar nicht richtig hingeguckt. Ja, nicht immer ganz sicher. Die Intensität hat jetzt nochmal zugenommen. Körperbetont war es ohnehin. Und kippt Simon Zoller den Schiedsrichter mehrfach. Ein kleines Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden. Das macht man dann auch nicht. Da sehen wir nochmal die Kopfballchance nach der Ecke von Schinter. So, da steigt er genau im richtigen Moment zwischen den beiden Blauen hoch. Und dann sind wir ja fair enough und verschweigen und verweigern auch nicht das Aluminium der Gäste. Starke Tat von Florian Kastenmeier. Schuss von Asano. Antwier Jay, der eben den Pfosten geküsst hat. Ja, da hat er dem Pfiff des Schiedsrichters Nachdruck verliehen. Das Foul da clever gezogen, würde man sagen. Gute. Ja, wenn einer bei solchen Bällen rumsteht, dann ist es Kevin Stöger. Ich würde so einer Freistoßsituation dem Kevin eine gewisse Grundgefahr zuteilen. Das hat auch schon bei uns damals gewiesen, dass er bei Standardsituationen immer gefährlich war. In 42 Bundesligaspielen 12 Assists geliefert. Das war schon stark, was der Österreicher da für die Fortuna angeboten hat. Und zwei Wechsel sind gefordert und angesagt durch Daniel Thun, Jona Nimic und Fernandes Neto. Stehen bereit. Au soll runter und macht das dann auf der gegenüberliegenden Seite, damit nicht so viel Zeit verloren geht. Und Emanuel Ioa geht, kriegt hier sehr viel Beifall. Ein Eigengewächs am Flingerbruch. Mit einem Treffer heute, wird dann auch von den Fans zu Recht gewürdigt. Und er war wirklich sehr aktiv, hat mir extrem gut gefallen. Viele Läufe gemacht, viele Meter. Ah, da haben wir das Tor nochmal. Der Treffer aus der ersten Hälfte, vielen Dank. Martin Kessel und sein Team, die uns seit Jahren sehr, sehr gut betreuen. Und für diesen Stream verantwortlich zeichnen.
Nimic. Da jubeln sie hier. Und das war eine ziemlich gute Flanke. Gute Aktion zum Einstand. Jonah Nimic, der sich hier auf diesem Platz empfehlen konnte für die Profis über die Regionalliga Nord. Über die U23 hatte jetzt auch direkt in seiner ersten... Regionalliga West, Entschuldigung, ich habe Nord gesagt. Ich bin... Konnte hier direkt sein Tempo zum Einsatz bringen in der ersten Aktion. Bin mit Himmelsrichtung, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja. Der Erdkundeunterricht. Hat nicht gefruchtet. So, da kommt auch Tanaka und der kriegt hier auch den warmen Beifall ab. Also das gefällt unseren Fans. Und ich glaube, dass auch diese besondere Atmosphäre hier im Paul-Jahne-Stadion nochmal dafür sorgt, dass dieses Spiel einfach mit guten Vibes hier über die Runden natürlich geht. Natürlich, für die Traditionalisten die Spielstätte hier. Ich meine, wir blicken hier aus dem Fenster raus auf die Tribünenränge. Es ist noch kultig, es ist sehr, 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 wenn nicht komplett vollständig Fortuna in diesem Stadion drin. Von der ersten Sitzreihe bis hier unter das Wellblechdach, da schnuppert man Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna hat das jetzt hier wirklich gut im Griff, trotz der vielen Wechsel, die inzwischen stattgefunden haben. Kassi, der Stream läuft gut, ne? Ja, ich habe ja hier nebenbei das Ganze auf meinem Tablet auf, also 7000 Zuschauer haben wir auf unserem Stream heute. Und der VfL streamt parallel? Mit einem Stream parallel, ja. Ich glaube, die waren eben mal bei 5, 5,5. Also über 10.000 insgesamt, die heute zumindest online. Hier nochmal ein paar im Stadion natürlich, die diesem Stream zuschauen. Ich glaube, das ist eine super Zahl für den heutigen Abend. Und ja, natürlich, wenn ich das gerade richtig überschaut habe, was du mir gesagt hast, dann führen wir nicht nur auf dem Feld hier 2:0, sondern eventuell auch. Dann warst du wohl in Mathe besser als in Erdkunde. Richtig gerechnet. Wir bedanken uns natürlich bei jedem, der über unsere Kanäle dieses Spiel verfolgt und uns beiden hier beim Spiel zuhört und zuschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Jordi de Weis, oh Gott. Ich wollte noch sagen, hinten vorne schießt er ihn rein und hinten klärt er. Und jetzt hat er sich direkt ans Knie gefasst. Ach du liebe Güte. Jordi de Weis, der in der vergangenen Saison 11 Spiele insgesamt gefehlt hat. Ein Muskelfaserriss, ein Rippenbruch. Ja, Carsten Fiedler, unser Kollege der Physiotherapeut, zeigt auch direkt an, da muss gewechselt werden. Ulf Blecker bei ihm. Ja, bei dieser Rettungsaktion, ja. Im Rasen hängen geblieben, würde ich sagen. So, und... ich kann euch sagen, dass hier oben auch Klaus Allofs gerade um die Ecke gekommen ist, der das nochmal sehen wollte. Und ihm steht auch der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Ich hoffe, es ist nur halb so schlimm.
Applaus von den Rängen. Benjamin Böckle kommt für den Holländer in der 75. Minute. Ah, er klatscht auch nochmal zu den Fans, geht jetzt hinten also, durch das Jordi noch raus. Er geht zumindest raus, vielleicht können wir das nochmal einfangen. Da geht er jetzt rechts am Bildrand, sieht man's. Bildrand geht er raus und er geht relativ normal. Und er geht relativ knapp am Tor vorbei, dieser Ball. Möglicherweise nur eine Dehnung. Bleibt abzuwarten, was da jetzt bei rauskommt. So, neuer Torwart im Gestänge des VfL Bochum. Der Mann mit der 36, Jeremias Häufken, nachdem Manuel Riemann verletzt aus der Sommerpause gekommen ist und auch Niklas Tiede nicht gesund genug ist, ist dann die Nummer 4 jetzt hier noch zu ein paar Minuten gekommen. So, wer ersetzt jetzt in der Innenverteidigung Jordi de Weijs? Es ist Nico Gavuri. Dafür Benny Böckler auf die Linksverteidigerposition gegangen. Unsere Viererkette jetzt also aus Zimbo, Hoffi, Gavo und Benny bestehend. Bisschen zu optimistisch gedacht von Elo Fernandes, Neto. Ja, da hat Stöger den Boden aufgesucht, in der Hoffnung, den Pfiff zu bekommen. Ist nicht passiert, zu Recht nicht. Natürlich, wenn wir über Innenverteidiger nachdenken, und das musste ja sofort, wenn eine Verletzung vorliegt, dann denken wir auch an Tim Oberdorf. Ich habe es in der ersten Hälfte schon mal erwähnt, dass er unter großem Beifall seiner Mitspieler wieder zu einem kleinen Training auf den Platz gekommen ist in dieser Woche. Und er sitzt natürlich auch hier. Unmittelbar am Spielfeldrand ist er mit dabei. Auf der Bank, neben der Bank. Auf der Bank, neben der Bank. Jetzt links unten, ganz genau, links unten. Zwischen den beiden Käppis, Nils Christio und Axel Zähle, flankieren ihn da unten. Noch in Privatklamotten, aber wir hoffen natürlich, toi toi toi, dass es zügig wieder für unsere neue schöne Spielkleidung reicht. Apropos Spielkleidung, im Moment haben wir ja nur zwei, ne, die wir vorgestellt haben. Aus zwei machen wir aber noch drei. Und schon morgen. Und schon morgen, genau. Haltet da mal die Kanäle im Auge. Jonah Niemitz. Niemitz. Ah! Gini hat sich abgesetzt, hatte eine andere Idee, wie er angespielt werden wollte. Antwi Ajay gegen Matthias Zimmermann. Kevin Stöger, guter linker Fuß. Stöger und ein schönes Tor. Das muss man sagen, neidlos anerkennen. Feiern will ich es jetzt nicht, aber ein Raunen geht hier durch den Platz. Moritz Broschinski, der 22-Jährige, 1,90 Meter große Mittelstürmer, der in der vergangenen Rückrunde rangeführt worden ist an den Profikader, schon mal 208 Minuten reinschnuppern durfte und dabei immerhin zwei Tore gemacht hat. Ja, eingeleitet von unserem ehemaligen Spieler, der da den Doppelpass mit Simon Zoller gesucht hat und dann in die Mitte legt. Moritz Broschinski, wo kommt der eigentlich her? Vom BVB kam er im Januar nach Bochum. Ausgebildet bei Energie Cottbus. Geboren in Finsterwalde. In Brandenburg. Haben wir nochmal eine Antwort? Bringen wir das über die Zeit? Also, erstmal hätten wir eine Antwort haben können. Jonah Niemitz, Flanke von Benny Böckle. Da war die Positionierung zum Kopfball. Die war gut, die Flanke. Aber
Da ist er nicht richtig hinter den Ball gekommen, der Jona. So konnte er die Flugrichtung dann nicht mehr entscheidend beeinflussen. Aber es ist natürlich gut, wenn wir jetzt dranbleiben, selber noch ein paar Nadelstiche in den letzten 10 Minuten setzen. Unten macht sich schon ein weiterer Fortuna bereit. Da haben wir ihn, Takaoshino. Ja, da hat er sich geschickt den Freistoß gesichert. Daniel Ginczek. 1:1 Wechsel, Tino. Zimbo geht raus. Geht raus, ja. Zimbo geht raus. Und Takaoshino kommt. Unser Karaoke-Star. Ist mit einem Mikro Faserriss ins Trainingslager gereist, Takaoshino, kam aber relativ schnell wieder ins Training zurück, hat nicht so viel verloren und wünscht sich natürlich nichts sehnlicher als ein bisschen mehr zu spielen als in der vergangenen Saison, wo es nur zu 4 Einsätzen gereicht hat, allerdings auch aufgrund eines Syndesmoserisses, den er sich im August, also vor einem Jahr, zugezogen hat. Wunderbar! Da ist es! Da ist die Antwort, die ich haben wollte, die wir uns alle wünschen. Kasti, gib mir 5, aber in dem Fall ist es Tor Nummer 3. Marcel Sobotka super den Ball behauptet im 16er und Schinter Appelkamp eingeschoben. 83. Minute, nur 4 Minuten nach dem Anschlusstreffer des VfL Bochum. Ushino ist der Ausgangspunkt. Schöner Chipball, super verarbeitet von Cello. Und dann stopft ihn Schinter einfach rein. Er ist in den Raum gegangen, wo er gefährlich werden konnte. Auch hier schöner Spielzug, punktgenau bis zum Abschluss. Und ich glaube, genau das, was wir uns gewünscht haben, nach dem Anschlusstreffer selber nochmal nachgelegt. So wollen wir es sehen. Zweites Testspieltor für unseren Deutsch-Japaner, nachdem er schon gegen Turu zum Auftakt dieser Sommervorbereitung getroffen hatte. Ist eigentlich verrückt, wenn man sagt, auch bei ihm ist noch Steigerungspotenzial da. Der hat in 33 Spielen in der letzten Saison 6 Tore gemacht und 10 Assists hingelegt. Ja, und trotzdem, ich weiß auch, dass die Journalisten, die uns begleiten, auch immer glauben, da ist noch viel mehr, da geht noch was, da kann noch mehr Konstanz sein. Aber mal ganz ehrlich, wir sind doch total glücklich darüber, dass Schinter die letzte Saison verletzungsfrei durchgespielt hat. Was war das für ein Auf und Ab vorher mit ihm? Immer mal wieder Zeiten, in denen er nicht mitspielen konnte. Und das ist, glaube ich, die Grundlage und da kann er vielleicht noch weiter drauf aufbauen, aber er hat Top-Werte abgeliefert und ich finde, die Kritik ist manchmal ein bisschen viel. Definitiv in der Vorsaison. Du hast die Zahlen angesprochen, die sprechen absolut für ihn, hat sich da auch dann wirklich festgespielt in der Mannschaft, hat sich jetzt auch gut in der Vorbereitung wieder präsentiert und sollte auch in der kommenden Saison unter unserem Coach ein fester Bestandteil sein. Alles andere würde schwer verwundern. 5 Minuten vor Schluss, Stögers Eckenflanke. Also wir haben ja gerade genau hingehört, was die Fortuna-Fans gesanglich hier fordern.
Sie wollen ein Bier und einen Appelkamp. Kleiner Arbeitsnachweis von Florian Kastenmeier. So, wir tauchen gleich ein in die letzten 4 Minuten dieses Tests, der, glaube ich, sehr zufriedengestellt hat. Nicht nur die 4000 im Paul Janes, sondern auch euch, wo auch immer und wie auch immer ihr diesen Stream schaut. Geschickt von Taka Uchino, der mit seinem Können ja auch in Japan schon für Aufsehen gesorgt hat. Bestandteil der U23-Mannschaft des japanischen Verbandes ist. Und gerne die nächsten Olympischen Spiele mitmachen möchte. Guter Ball. Platz für Benny Böckle. Elo. Benny Böckle. Auf Gamboa zu laufen. Benny Böckle. Leider kein gutes Ende genommen. An der Stelle natürlich direkt der Hinweis, Tino, nach Spielende. Wir haben noch Stimmen vom Platz unten. Sag mal, wer macht die eigentlich? Sag jetzt nicht ich. Ich sag du. Du bleibst hier oben. Ich mache mich jetzt direkt auf den Weg nach unten. Also ihr könnt schwer damit rechnen, dass wir euch ein, zwei Spieler und natürlich unseren Coach noch ans Mikro ranholen. Und die Tore gibt es auch nochmal. Die Highlights des Spiels kriegt ihr auch nochmal. Und ich verabschiede mich von hier oben, von deiner Rechten und bin direkt runter. Kasti, war mir eine Freude. As always. Und wir sehen uns gleich vom Spielfeldrand. So, da hat Christopher Antwi-Ajay ein richtiges Match gefunden mit Jona Nimic. Die sind geschwindigkeitstechnisch auf einer Wellenlänge. So, es wird, glaube ich, nicht mehr so viel passieren, weil immer pünktlich abgepfiffen wird, dass wir schon mal sagen können, Fortuna Düsseldorf ist nahezu unfallfrei durch diese Vorbereitung gekommen, was die Ergebnisse der Testspiele anbelangt. Es begann mit einem 6:2 gegen Turu, einen Oberligisten hier aus Düsseldorf. Dann gab es das Blitzturnier in Osnabrück mit einem 1:0 in 45 Minuten gegen Eintracht Braunschweig, ein 1:1 gegen den VfL, den heimischen, und damit dem Turniersieg. Dann gab es die Partie gegen Slovan Liberec, den 7. der tschechischen Liga, ein 2:1. Die Puskás Akademia, den 4. aus Ungarn, haben wir mit 5:0 besiegt. Und jetzt gibt es einen Erfolg, wenn nicht gar alles noch schief geht, gegen einen Bundesligisten, gegen den VfL Bochum. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wie war das nochmal mit der misslungenen Generalprobe? Aber ich denke, wir sehen das Ganze und denken das Ganze einfach mal zu Ende. Ganz viel gute Dinge haben wir erlebt von unserer Mannschaft in der Vorbereitung. Und noch ist ja eine Woche vor Ihnen, wo es den Feinschliff geben kann, wo auch Daniel Thun nochmal daran arbeiten wird, dass keiner glaubt, er wäre schon zu gut. Aber Selbstvertrauen kannst du nie genug haben. Und das hat unser Team im Verlaufe der Zeit seit dem 24. Juni, da ging es mit dem Laktattest wieder los nach der Sommerpause. Selbstvertrauen hat unsere Mannschaft genügend getankt.
Und jetzt freuen wir uns einfach nur noch auf das erste Saisonspiel gegen Hertha BSC in der Arena vor einer sehr, sehr tollen Kulisse. 30.000 Tickets, wir haben es mehrfach erwähnt, sind bereits weg. Und wir freuen uns auf die offizielle Saisoneröffnung, die es morgen um 13 Uhr auf der Rheinkirmes gibt. Kommt uns besuchen. Der geht auch nicht rein, zum Glück. Und jetzt ist Schluss. Kommt uns besuchen ab 13 Uhr. Rheinkirmes, alles, was ihr dazu wissen müsst, wo wir uns genau befinden, das findet ihr auf unseren Kanälen. Schaut einfach rein. Bleibt jetzt aber noch ein bisschen bei uns, weil mein Kollege Alex Kast hat es gesagt, wir kümmern uns weiter darum, euch bestens zu informieren, euch Stimmen zu liefern, euch nochmal die wichtigsten Szenen dieses Spiels zu zeigen. Der VfL geht geschlagen nach Hause, wird dann nach Italien weiterreisen, genauer gesagt nach Südtirol, dort das Trainingslager bestreiten. Und unsere Mannschaft, sie bleibt zu Hause. Der VfL, das ist auch klar, ist ein bisschen weiter hinten, was die Vorbereitung anbelangt. Wir haben hier heute mit Frische und Griffigkeit ein gutes Spiel gezeigt. Ja, und da ist der Kasti mit zwei Mikrofonen in der Hand. Will er sich gar selbst interviewen? Man wird es sehen. Thomas Letsch, ja, hat drei Testspiele inzwischen bestritten. 9:2 gegen Emden gewonnen, 1:2 in Verl verloren und jetzt hier 1:3 eine weitere Niederlage eingesteckt. Sie werden es verkraften können, weil die Saison erst in längerer Zeit losgeht. Genauer gesagt am 19.8. beim VfB Stuttgart. Zweiter Spieltag für Bochum schon gegen den BVB. Das ist ein Brett. Da müssen sie dann spätestens richtig fit sein. Ja, wir schauen mal, wie es so mit Interviewpartnern aussieht. Das dauert noch einen kleinen Augenblick. Wir gehen in die Highlights rein, zeigen euch jetzt nochmal, ich nehme an, die Tore. In der ersten Halbzeit gab es davon genau eines. Aber hier sehen wir unsere Mannschaft, wie sie aufs Feld kommt. Daniel Thun und Thomas Letsch. Daniel Thun an seinem Geburtstag reich beschenkt von der Mannschaft mit drei Treffern. Das ist der erste. Zimmermann-Flanke, Appelkamp-Verlängerung, Emma Joa genau da, wo der Ball hinkommt. Und mit dem 1:0 in der achten Spielminute. Dann geht's weiter in Halbzeit 2 mit einer riesen Rettungstat auf der Linie Jordi de Weijs. Das wäre fast der Ausgleich gewesen. Dann bringt Emma den Ball und da ist wieder Jordi de Weijs und der macht das 2:0. Bochum mit Stöger, der ja auch mal für die Fortuna gespielt hat. Und dann geht es schnell. Die Flanke trifft Moritz Broschinski. Guter Kopfball. Oshino chippt dann in den Lauf von Cello. Und der findet Schinter Appelkamp das 3:1. Und damit der Endstand fiel in der 83. Minute. So, und jetzt sehen wir, Alex ist bereit. Und wen hat er da? Emanuel Ioa. Tolles Spiel. Emma, bitte. Tino, erstmal danke nach oben. Hast wieder hervorragend durch alle Testspiele in unserer Vorbereitung geführt. Hervorragendes Spiel, Emma. Überleitung direkt zu dir. Ein Tor selbst erzielt, viele Läufe gemacht. Sag mal ein bisschen was zu der Partie, auch unter diesen Bedingungen hier vor 4.000 Zuschauern am Flingerbruch. Ja, war natürlich cool, dass so viele gekommen sind. Ja, mega Atmosphäre hier. Ja, ich glaube, es war für uns ein sehr guter Abschluss der Vorbereitung. Ja, nochmal mit so einem guten Gefühl. Haben nochmal alles rausgeblasen heute, auch wenn wir Montag das letzte Spiel erst hatten. Glaube ich, dass das für alle ja, ein geiler Abschluss der Vorbereitung war. Du sprichst es an, es ist der Abschluss der Vorbereitung. Wie war diese Vorbereitung? Nimm uns mal mit über die letzten Wochen. Viele Testspiele, viele Einheiten, vor allem viel in Österreich gearbeitet und jetzt hier einen Abschluss gefunden, bevor es jetzt in die Spielvorbereitung auf Hertha geht. Ja, ich denke, ja, wir hatten eine kurze Pause erstmal, was aber, glaube ich, ja, auch gut ist, um, ja, um drin zu bleiben, dass du halt nicht so viel wieder aufholen musst am Anfang der Vorbereitung. Ja, dann waren wir, ich glaube, 2 Wochen erstmal in Düsseldorf, haben da gut gearbeitet, ja, wieder für die Basics gesorgt, sage ich mal. Dann ja, in Österreich eine sehr intensive Woche gehabt, oder 8 Tage waren es, glaube ich, auch mit 2 erfolgreichen Testspielen. Ja, wo wir schon viel Power geholt haben
Und jetzt, ja, die letzte Woche auch nochmal zu Hause. Ja, so glaube, dass wir da jetzt auch gut gearbeitet haben, uns heute nochmal, ja, schon auch nochmal so ein bisschen belohnt haben. Ja, mit so einem Spiel gegen den Bundesligisten, dass wir da ja gezeigt haben, was wir uns erarbeitet haben, die Abläufe offensiv wie defensiv. Und ja, gibt nochmal ein sehr gutes Gefühl. Schinter schart schon mit den Hufen hinter der Kamera. Aber eine Frage habe ich noch zu dir persönlich. Du hast eine gute Vorbereitung absolviert, hast in Österreich getroffen, hier heute nochmal an deiner Wirkungsstätte, wo du ja auch groß geworden bist, ein Stück weit. Wie motiviert bist du? Wie sehr freust du dich auf diese neue Saison, die ja direkt mit so einem Kracher beginnt? Und was ist deine Erwartungshaltung auch generell an dieses erste Spiel? Ja, sehr motiviert natürlich. Also ich will da anknüpfen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Ja, war für mich sicherlich letzte Saison eine echt gute Saison, viel Spielzeit gesammelt und ja, wollte das natürlich jetzt in der Vorbereitung schon bestätigen, mir selbst auf der einen Seite ja, die Power holen, um wieder über die ganze Saison zu gehen, aber auch ja, natürlich zu beweisen und ja, meinen Stammplatz zu verteidigen. Hoffe, das konnte ich soweit machen und ja, gegen Hertha natürlich so ein Kracher als erstes Spiel. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen, da ist man automatisch motiviert. Perfekten Worte, jetzt darfst du gerne an Schinter übergeben. Schinter, komm zu uns. Emma, danke schön, danke. Dankeschön. So, zwei Torschützen. Schinter, du hast das 3:1 nachgelegt. Vielleicht ein Wort generell zum Spiel hier heute, zu diesem letzten Test vor dem ersten Saisonspiel gegen Hertha BSC. Wie war dein Eindruck hier? Ja, insgesamt positiv. Hat riesen Spaß gemacht. Vor dieser Kulisse waren sehr viele Leute da. Ergebnis auch total zufrieden. Und ja, wichtig war, dass wir mit dem Sieg die Vorbereitung abschließen und das konnten wir tun, ja. Wie sehr freut es dich auch, solche Spiele hier nochmal zu erleben? Du hast ja selber hier unweit einige Spiele in deiner Jugend bestritten, hier auf dem Platz auch schon gestanden und dann hier 4000 Zuschauer an dem Freitagabend unter Flutlicht ein Stück weit. Sag mal was dazu. Ja, immer schön. Es ist wie eine zweite Heimat für mich hier, muss ich sagen. Ich bin seit der U16 hier und deswegen kenne ich das schon hier in- und auswendig, die Gegend. Von daher ist es auch immer wieder mal schön, als Profi hier zurückzukehren, da wo es angefangen hat, sage ich mal. Und von daher, ja, ein gelungener Tag. Welchen Aufschluss gibt dieses Spiel gegen Bochum, die ja noch relativ früh in der Vorbereitung sind, aber natürlich ein Bundesligist, der über spielstarke Spieler verfügt? Welchen Aufschluss kann das geben? Ja, dass wir konnten zeigen, dass wir gegen Bundesligisten mithalten können. Man hat vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen, dass sie sehr gute individuelle starke Spieler haben. Und da konnten wir mithalten, haben am Ende noch gepuncht mit dem 3:1, was sehr wichtig war. Von daher, ja, insgesamt ein positiver Tag. Auch zum Abschluss ein Wort zu dir. Du hast in der vergangenen Saison abgeliefert, bist verletzungsfrei durch die Phase gekommen. Etwas, was du dir jetzt auch vornehmen willst für die neue Saison, genau da anzuknüpfen, wo du aufgehört hast? Ja, auf jeden Fall. Das steht über allem, gesund zu bleiben. Und ja, das ist jetzt auch mein Ziel für die nächste Saison. Leider hat es jetzt Jordi wahrscheinlich erwischt. Schauen wir mal, wie es aussieht. Sehr bitter. Aber ja, jeder muss gesund bleiben. Wir brauchen jeden. Und daher, ja, jetzt noch eine Woche und dann geht's los endlich. In der eine Woche Wartezeit noch bis zum Spiel am Samstagabend gegen Hertha, wo wir natürlich auch hoffen, dass es ähnlich wird wie heute. Danke dir für dein Interview, das du uns hier gegeben hast. Und wir wünschen dir einen erholsamen Abend auf jeden Fall an allererster Stelle. Danke dir. Ciao, ciao. So, und Nummer 3. Der Coach steht auch schon zu meiner Linken. Er ist gerade noch mit Zuschauern zugange. Coach, willst du dazukommen? Danny, hast keine Wahl. Also du könntest dich sträuben, aber glaube ich nicht. Danny, erstmal an der Stelle, man darf es natürlich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag heute. Die Jungs haben dich mit einem Sieg belohnt. Generell, wie fällt deine Bewertung dieses letzten Tests vor dem ersten Saisonspiel aus? Danke für die Glückwünsche. Ja, wie soll die Bewertung ausfallen? Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, würde ich sagen, es war schon ein guter Auftritt meiner Mannschaft und ja, Ergebnisse darf man nicht überbewerten, sollte man auch nicht. Gerade dieser Zeitpunkt, in dem Bochum gerade steckt, das ist halt 2 Wochen hinter uns noch so ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen mehr Frische haben, liegt dann, glaube ich, auf der Hand. Und natürlich, klar, wir wollen Fußballspiele gewinnen, das ist uns gelungen. Gegentor hätten wir verzichten können, aber insgesamt ein guter Abschluss einer guten Vorbereitung. Inwieweit nimmt das vielleicht auch Einfluss auf so ein Spiel, dass du weißt, der Gegner ist noch nicht so weit in der Vorbereitung, wir haben aber schon viele Dinge trainiert, viele Sachen einstudiert. Hat man das irgendwie im Hinterkopf, wenn man berücksichtigt, wie man aufstellen will oder was man umsetzen will? Oder spielt das dann gar keine Rolle und man will seine Dinger durchziehen? Ja, ich meine, wir wollen schon bei uns bleiben. Ich glaube, das ist uns in den letzten Wochen ganz gut gelungen in der Vorbereitung.
viele Wiederholungen dabei, viele Automatismen, die einfach da sind. Ja, und jetzt gilt es halt noch, das Ganze ein bisschen zu schärfen. Ich habe ja immer gesagt, wir können in 6 Wochen nicht das trainieren, was wir 6 Monate jetzt brauchen. Und ja, Bestandsaufnahme ist, Bochum ist ein Erstligist, Hertha BSC nächste Woche ein sehr ambitionierter Zweitligist jetzt. Und ja, dann ist eine Vorbereitung Makulatur, wenn um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Ein Wort vielleicht, Jordi De Weijs musste leider verletzungsbedingt den Platz verlassen. Hast du da schon was für uns gehört oder wie sieht es um ihn aus? Ja, bisher habe ich zumindest gehört, dass es nicht so böse ist. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, aber dass er hängen geblieben ist. Aber so konkret kann ich noch nichts sagen. Wir wollen ihn morgen mal untersuchen. Und ja, wir sind ja auch nicht so breit aufgestellt, also ein Ausfall. Deswegen ein bisschen reserviert jetzt, die Freude ein bisschen geringer. Bis zur 70. Minute hätte ich gedacht, war alles top. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit ihm ist. Aber ich hoffe, nicht so schlimm. Da drücken wir dann auf jeden Fall die Daumen. Blicken wir mal zurück. Die Vorbereitung ist ja jetzt so gesehen abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich in die Spielvorbereitung auf Hertha. Was hast du mitgenommen aus diesen Wochen, die ja ohne Niederlage, das kann man ja positiv erwähnen, in den Testspielen durchgegangen ist, aber auch die Trainingslagerzeit und die Trainingswochen drumherum an der Arena? Ich glaube, insgesamt war es wie bei allen Vereinen eine sehr intensive Zeit. Meine Mannschaft hat es richtig gut gemacht. Ich glaube, wir haben insgesamt alle einen guten Job gemacht. Wir sind ja in der Breite noch nicht so aufgestellt, dass man vielleicht auch immer alles abdecken kann. Aber das nehmen die Jungs an. Das macht riesigen Spaß. Wir haben Momente in der Vorbereitung gehabt, wo wir schwere Beine hatten. Wir hatten eine richtig gute Belastungssteuerung dann auch immer wieder. Das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, dass das, was auf dem Platz steht, auch noch einen Schritt weiter ist als vielleicht vor ein paar Monaten. Ja, und insgesamt war es eine wirklich gute Vorbereitung. Und, aber nochmal, wir schauen auf nächsten Samstag. Ist es denn trotzdem die Grundlage, du sprichst es an, gute Vorbereitung der Teams wird meiner Meinung nach auch, wie man es im Trainingslager gemerkt hat, relativ gut. Ist das eine Grundlage, die dafür auch erfolgreich sein kann für den kommenden Samstag, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt im ersten Spiel? Ja, am Ende des Tages entscheiden Mannschaften über Meisterschaften, über Aufstiege, über Abstiege, wenn die Chemie gut ist, und das ist bei uns. Wir haben, glaube ich, keine Quertreiber, wir haben tolle Neuzugänge bekommen, die sich super eingebracht haben. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird die Basis sein. Die Basis wird sein, stabil, engagiert, hart zu verteidigen. Also wirklich work hard in dem Fall. Ja, und wir wollen halt auch hart Fußball spielen. Wir haben den ersten Moment für uns positiv genutzt. Und das ist alles gut. Deswegen freue ich mich, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft da ist. Man sieht, die Jungs arbeiten füreinander. Ja, und wenn sie ein bisschen miteinander spielen, dann ist das Ergebnis auch gut. Coach, vielen lieben Dank. Wir hoffen, du hast heute Abend noch die Möglichkeit auf ein Kaltgetränk anlässlich deines Geburtstages. Und wir schwenken direkt rüber. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch. Ihr habt in der Vorbereitung fleißig eingeschaltet in unseren Livestreams. Tino hat fleißig kommentiert. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich spätestens in der Winterpause zum nächsten Testspiel hier in einem normalen Livestream wieder. Ansonsten, nächste Woche Samstag geht's los am Abend gegen Hertha. Ich denke, ein paar von euch werden wir natürlich im Stadion sehen. Und wir verabschieden uns von dieser Stelle aus Flingern. Und bis dann, wir sehen uns.